Es ist Halloween und du weißt, was das bedeutet. Es ist Zeit für das schaudrigste, aber auch gleichzeitig stärkste Zombie-Vampir-Deckprofil in Yu-Gi-Oh! Master Duel. Aber halt, ich bin ja noch gar nicht verkleidet. Doch mit der Macht von Editing sind wir ready to go. Auf jeden Fall hier im Ultra-Rare-Segment den Balletroch, den Zombie des Gleichklangs, Zombie World, wollen wir, glaube ich, alles dreimal haben. Und noch eine Shiny. Irgendwas Ultra-Rare? Irgendwas Ultra-Rare? Eine einzige Ultra Rare brauchen wir nicht aus diesem gottverdammten Set und goddamn good. Aus dem Auswahlpack die Ultra Rare. Oh boy, oh boy. Servant of Endymion, leider. Falsches Video-Chat. Pendulum, ein andermal. Hier eine Super Rare. Totenkopfdiener, wunderbar. Und jetzt einfach nur nicht der Van Dread. Oh no. What? Unser Pack wird. Oh. Jetzt. Hau! Ich bin leicht tiltet gerade. Ich habe mir das hier ein bisschen anders vorgestellt. Welche Ultra Rare ist da drin? Ich mach auf. Bodenlos. Für ein Duell. Nix. Oh oh, Chat. Das ist ein großes Oh oh. So, und genau für diese Momente, während mein Gegner jetzt hier endlos lange dribbelt. Hello everyone, this is your daily dose of internet. So, jetzt können wir ein bisschen Daily Dose of Internet nebenbei gucken. Das ist geil, oder? 6.5 hours later. Nicht ausgedacht hat. Ey, wenn du in diesem Tunnel drinne bist. Oh hey, wir sind dran. Okay. Jetzt hat er hier das Ziberse Erignista-Monster mit 6000 Angriffspunkten, was unberührt bleibt von jeglichen Effekten. Mal schauen, wie wir den outen können. So, Verlockung der Finsternis. Mal gucken, hat er Ash oder so? Nachbarsgras, Baby. Das war der Gebait, Freunde. Hier seht ihr die Macht von Nachbarsgras. Unser komplettes Friedhof ist jetzt voll von Vampiren und Zombies. Und die werden jetzt den Rest des Spiels nichts anderes tun, als uns alle möglichen Zombies vom Deck zu specialen, vom Friedhof zu specialen, Karten vom Deck auf die Hand zu suchen. Und so werden wir unseren Gegner zu Tode kombon. Drei Monster als Tribut anbieten. Okay. Und hier siehst du das nächste wichtige Piece im Puzzlestück zu meinem Win. Das Vampirfräulein ist erstmal ein unscheinbares Vampir-Boss-Monster mit nur 600 ATK, aber sie kann meine Vampire im Damage-Step um bis zu 3000 ATK boosten. Hier als Tribute an, übernehme ihn. Und gleich darauf kannst du sehen, was dieses Vampir-Zombie-Deck so einzigartig macht. Du übernimmst die Kontrolle über die gegnerischen Monster, sei es auf dem Feld oder vom Friedhof, und gehst damit rein in dein eigenes Xyz-Monster, obwohl die Level nicht mal stimmen. Rein in die Battle-Phase. Wir greifen damit an. Ja, Effekt von Vampir-Fräulein. Ich möchte 3000 Life-Points bezahlen. Die crashen. Aber wir haben das Erignista-Monster geoutet. Ist Erignista nicht komplett dead, wenn Zombie-Welt auf dem Feld liegt? Weil brauchen die Extra-Deck-Monster nicht alle Ziberse-Monster? Er beendet sein Turn! Alter, es ist die Macht von Vampir, oh mein Gott. Er gibt auf. Vampir-Best-Deck, Junge! Du hast das Opening gesehen, das war komplett fürchterlich. Und das Ranked-Game, das war richtig grausam. Und der Gegner war wahrscheinlich am Ende richtig sauer. Doch jetzt gibt's Süßes. Ich erkläre dir das Deckprofil in 2 Minuten. Beginnen wir mit der stärksten Karte, Nachbarsgras. Diese Karte schickt uns einfach unser halbes Deck auf den Friedhof. Wir haben 10 Wege, diese Karte zu sehen. Dreimal Verlockung der Finsternis, einmal Topf des Wohlstandes, dreimal die Karte selbst und danke für die Discord-Community für diese Tech-Choice, Opfer des linken Arms. Die Karte sagt zwar, dass ich meine komplette Hand verbannen muss, um eine Zauberkarte zu suchen, wie ihr aber gesehen habt, ist das für unser Gameplan komplett egal. Außerdem spielen wir die Vampire und Bro, halt mich fest, in diesem Deck sind hier einfach so broken. Die Vampir-Fledermaus kann sich aus dem Friedhof wiederbeleben, um ein Vampir-Monster zu suchen. Und der Vampir-Hund kann sich aus dem Friedhof wiederbeleben, um eine Zauberfalle zu suchen. Und dann der Vampirgeist. Oh mein Gott, die wahrscheinlich beste Normalbeschwörung in ganz Yu-Gi-Oh! Master Duel.
Erstmal schickt er ein Monster auf den Friedhof, danach suche ich mir einen Vampir vom Deck auf die Hand und dann darf ich wieder ein Monster vom Deck auf den Friedhof packen. Kommen wir zu den Vampir-Bossen im Deck. Vampir-Fräulein habt ihr schon im Ranked-Game gesehen, die macht fett Unga-Bunga. Danach kommt Vampir-Scharlachrot. Der ist ganz cool, der kann uns Kombos möglich machen. Für 1000 Lebenspunkte kann ich einfach ein Vampir-Monster nochmal spezial beschwören von unserem Friedhof. Und dann das neue Support-Monster Vampir-Voivode. Der snackt zwei Monster vom generischen Friedhof und mit denen können wir dann in das Xyz-Monster reingehen, weil das Xyz-Monster sagt, behandle generische Monster als Level 8. Und zu guter Letzt der generisch gute Zombie-Support. Hier spielen wir Karten für unsere Konsistenz, Negates, Boardbrecher und Floodgates. Necrowelt Banshee verbannt sich aus dem Friedhof und aktiviert Zombie-Welt vom Deck. Aufblühende Blüte verbannt sich aus dem Friedhof und specialt ein Zombie vom Deck. Und Mezuki verbannt sich vom Friedhof und specialt ein Zombie vom Friedhof. Gozuki und Zombie des Gleichklangs schicken Zombies vom Deck auf den Friedhof. Jetzt fragst du dich aber sicherlich, okay, warum wollen wir hier ständig unsere Zombies verbannen? Der Grund? Balladroch. Der kann sich aus dem Friedhof spezial beschwören, wenn ein Spielfeldzauber liegt und hat dann den Effekt, dass immer wenn ein Zombie seinen Effekt aktiviert, kann er einmal was negieren und einmal eine Karte verbannen. Klingt erstmal okay, aber in Kombination mit dem Feldzauber Zombie-Welt wird es einfach komplett anders broken. Zombie-Welt sagt nämlich, dass alle Karten auf dem Spielfeld und in den Friedhöfen zu Zombies werden. Das bedeutet erstens, dass Balladroch immer aktiv ist und zweitens, dass viele Decks gar nicht mehr spielen können. Flander, Star Brigade oder wie ihr eben gerade im Ranked Game gesehen habt, Edignista ist einfach komplett nicht mehr möglich zu beschwören. Und als hätten wir nicht schon genug Monster vom Gegner benutzt gegen ihn selbst, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, ist dann am Ende nochmal die Superpolymerisation. Dadurch, dass alle Monster auf dem Spielfeld Zombies sind, da haben wir das Target in unserem Extra-Deck, können wir einfach direkt dafür zwei Monster vom Gegner benutzen für eine Fusionsbeschwörung. Okay, waren eher 3 Minuten, aber wenn du es bis hierhin geschafft hast, würde mich ein Like und dein Abonnement mega, mega freuen. Und wenn du Bock hast, auf ein anderes Deckprofil mit Nachbarsgras, weil das, was du hier gesehen hast, dir irgendwie richtig viel Spaß gemacht hat, dann schau doch mein letztes Video mit 60 Karten Grand Maju Going Second Deck. Mit Nachbarsgras komplett wild. Ich würde mich freuen, wenn du dir das anschaust oder wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin. Tüdelü.